Eine kleine Bilanz ziehen von diesem ersten Parteitag der SPD hier in Berlin im City Cube. Wir haben zwischenzeitlich mal nach draußen geguckt, da haben Sie es, meine Damen und Herren, natürlich sehr viel besser. Wir haben nur Regen gesehen und kalten Wind tagsüber. Insofern sind wir gar nicht mal so unfroh, dass wir hier sein können, denn hier ist es relativ warm in dieser großen Halle. Und bei mir ist nochmal Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität in Trier. Was ist Ihre Bilanz dieses ersten Tages? Die Partei hat Geschlossenheit in den Vordergrund gestellt. Sie hat sich sehr harmonisch hier eher präsentiert. Die großen Kontroversen sind ausgeblieben. Und man hat sich entschieden, nun mit dem neuen Führungsduo, aber auch gleichzeitig innerhalb der großen Koalition, nun das Politikgeschehen in Deutschland fortzuführen. Ist das eine Basis, die positive Entwicklungen verspricht? Kurz- und mittelfristig wird die SPD davon kaum profitieren, denn die strukturellen Probleme überwiegen. Man hat zwar jetzt ein neues Personal, aber die strukturellen Probleme, die Partei hat, ja nach wie vor noch nicht gelöst. Und insofern kann sie sich davon nur einen geringen Schwung, wenn überhaupt einen Schwung, versprechen. Strukturelle Probleme klingt gewaltig, aber vielleicht erläutern Sie es einfach mal ein bisschen. Ja, man kann sagen, es fehlt nach wie vor das sozialdemokratische Narrativ oder die Erzählung. Wie will die Sozialdemokratie das 21. Jahrhundert gestalten? Sie hat zwar heute die Zukunftsthemen angesprochen, Klimaschutz, Digitalisierung, aber sie hat nach wie vor in diesen Bereichen wenig Kompetenz. Sie hat ebenfalls es nicht geschafft, bislang beim Wähler in anderen Bereichen außerhalb der Sozialstaatlichkeit Kompetenzpunkte zu sammeln. Und es bleibt nach wie vor, dass sie eine sehr heterogene Wählerschaft hat, die sie zu Teilen eben an die Grünen und an andere Parteien im Parteienwettbewerb verloren hat. Das heißt, sie hat keine klare Strategie, welche Wählergruppen sie in den Vordergrund ihrer Ansprache stellen will. Saskia Esken hat aber genau diese Gruppe doch sehr stark in den Mittelpunkt ihrer Rede gerückt, hat damit natürlich auch ihr eigenes Herkommen nochmal erklärt und erläutert und erzählt, aber auch gerade diese Bereiche, die von der Digitalisierung betroffen sind, auf dem Arbeitsmarkt sehr stark thematisiert. Warum fehlt Ihnen da trotzdem noch was Übergreifendes vielleicht? Ja, Sie haben nicht gesagt, wie genau nun Sie Politik aussehen soll. Das war mir schlagwortartig. Wir müssen was tun. Ja, Digitalisierung ist wichtig. Aber was genau nun die Sozialdemokratie machen will, wie die einzelnen Inhalte aussehen, wie sie das konkretisiert, das alles blieb heute aus. Und da muss man eben sagen, dass da viel Skepsis nach wie vor gegenüber der Sozialdemokratie vorherrscht. Die Bundesregierung hat relativ geringe Vertrauenswerte und die Sozialdemokratie ist davon in besonderem Maße betroffen. Aber für die eigene Partei reicht das erstmal, habe ich den Eindruck. In der Tat, man will hier jetzt so eine Art kleinen Aufbruch hier zeigen. Man will zeigen, wir sind wieder geeint oder wir sind geeint. Wir versuchen nun gemeinsam durch dieses Tief zu kommen und wir versuchen gemeinsam jetzt hier Lösungen zu finden, ohne diese Lösungen aber hier schon präsentiert zu haben. Deswegen sage ich, Geschlossenheit, Einheitlichkeit stand heute im Vordergrund dieses Parteitages, aber die Lösungen wurden allenfalls in Ansätzen präsentiert. Wir haben die Rede von Saskia Esken jetzt eben angesprochen. Wie haben Sie die Rede von Norbert Walter-Borjans erlebt, der ja andere Akzente gesetzt hat, sehr mit auf Außenpolitik auch geguckt hat, auch nach Europa? In der Tat haben die beiden versucht, sich eher zu ergänzen. Walter-Borjans hat auch innere Sicherheit beispielsweise angesprochen. Er hat Außenpolitik angesprochen, er hat Wirtschaftspolitik angesprochen, während doch Frau Esken wesentlich auf den Bereich des Sozialstaates zentriert war. Da ist Walter-Borjans weitergegangen. Er hat den breiteren Bogen gespannt, auch Infrastrukturpolitik angesprochen. Aber auch bei Norbert Walter-Borjans habe ich diese übergreifende Idee eigentlich vermisst. Exakt. Das ist nach wie vor, das fehlt. Also welche Vision, welche Idee der Gestaltung einer sozialdemokratischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert soll vorliegen? Und wie will man die unterschiedlichen politischen Wettbewerber, wie will man die schlagen? Also beim Klimaschutz liegt man nun mal weit hinter den Grünen in der Kompetenzwahrnehmung. In der Wirtschaftspolitik, auch was die Digitalisierung betrifft, liegt man weit hinter auch den anderen Parteien zurück. Da hat man bisher wenig an Kompetenz gewonnen. Und in der Außen- und Europapolitik kann man eben sagen, die hat bisher keine nennenswerte Rolle beim Wähler, zumindest in der Vergangenheit, gespielt. Jetzt hat die SPD ein ziemlich neu zusammengesetztes Präsidium, fast hätte ich gewürfelt gesagt, aber das ist noch ein bisschen unfair. Also drei Positionen sind geblieben, nämlich mit dem Generalsekretär, mit dem Schatzmeister und mit dem Beauftragten für die Belange der Europäischen Union. Alle anderen sind neu. Dann haben wir es mal durchgezählt und festgestellt, es sind vier dabei, die GroKo-kritisch sind, bis sehr kritisch, unter anderem eben auch der jetzt wahrscheinlich bald scheidende Juso-Vorsitzende. Und die anderen sechs sind eher so das Regierungslager, die auch ihren, na, Frieden will ich nicht sagen, aber sich arrangiert haben mit dieser Koalition, mit der Union und da auch die Erfolge sozialdemokratischer Politik durchaus sehen. Wie kann dieses Präsidium funktionieren oder wo sind da mögliche Risiken?
Ich denke, man hat so eine Art Arbeitsteilung auch hier wieder gesehen. Wir haben auf der einen Seite die Partei, die versucht jetzt sich zu erneuern, die versucht Antworten zu geben, die versucht auch stärker sich sozialstaatlich zu definieren. Aber wir haben auf der anderen Seite die Regierungsseite, die muss pragmatisch sein, die muss Kompromisse suchen und das versucht man nun irgendwie zusammenzubringen. Und das wäre auch die Aufgabe dann in diesem Präsidium, hier die Brücke zu bauen. Und das ist jetzt der Versuch für das Jahr 2020, dass hier in diesem Präsidium diese Brücke entsprechend gebaut werden kann. Und man hat versucht eben mit neuen Gesichtern auch, dieses verstaubte Image, was manche eben haben, die Sozialdemokratie als altbackene, traditionelle Partei, mit neuen Gesichtern eben auch versucht, diesem Image entgegenzuwirken. Funktioniert das, wo Sie bei den anderen Punkten ja gesagt haben, da fehlt noch die Kernidee oder da fehlt noch so das Übergreifende für diese Politik in verschiedenen Bereichen, aber kann das allein durch das Personal sich positiv auswirken für die Partei? Das kann eigentlich nur dann immer für eine Partei sich positiv auswirken, wenn sie sehr wählerwirksame, sehr populäre Spitzenkandidaten oder überhaupt Kandidatenpolitiker hat. Und das lässt sich im Moment bei der SPD auch jedenfalls auf der Bundesebene kaum finden. Ihr populärster, wenn man den Umfragen trauen darf, ist ja sogar Olaf Scholz, der Finanzminister. Und der findet sich jetzt nicht mehr in irgendeiner Führungsposition in der Partei, sodass man also sehen muss, dass das jetzt im Moment kurzfristig auch nicht wirken wird, aller Voraussicht nach. Zusammenfassend, wie sehen Sie die Zukunft der SPD im, sagen wir mal, nächsten halben Jahr? Und die andere wichtige Frage, sehen Sie die Große Koalition einstweilen als gesichert an oder geht das in 2 oder 3 Monaten wieder von vorne los? Man kann sagen, dass wenn die SPD sich so verhält wie hier auf dem Parteitag, die Große Koalition fortbestehen wird. Sie haben keine ultimativen Forderungen gestellt, sie haben kaum Bedingungen gestellt, sie haben Möglichkeiten nur aufgezeigt, wohin sich der Weg der Regierung nun bewegen sollte. Aber sie haben das auch nicht in Forderungen oder Bedingungen umgewandelt. Ich ging doch noch mal kurz dazwischen. Wird das den Kritikern reichen? Ich glaube vorerst ja, weil sie jetzt mal sehen neue Personen an der Spitze, die auch eher die Sprache der Kritiker sprechen, die auch entfernt sind von denen, die bisher in Führungsrollen der SPD waren. Insofern ist da jetzt erstmal die Möglichkeit für einen innerparteilichen Frieden gegeben. Und die SPD hat ja zum Glück auch für sie 2020 jetzt keine großen Wahlen vor sich. In Hamburg sieht es im Moment sogar ganz gut aus für sie. Und dann könnte sie in Ruhe jetzt versuchen aufzubauen und eben diese Konzepte zu entwickeln, auch eine Strategie zu entwickeln, wie man die verschiedenen Positionen zusammenbringen kann. Und, das ist das nächste strukturelle Problem, der SPD wurde hier auch mehrfach schon erwähnt, mehr Glaubwürdigkeit gewinnen kann. Auch das ist etwas, was die Partei in den nächsten Monaten und in der mittelfristigen Zukunft anstreben sollte. Abschließend jetzt wirklich aber doch nochmal eine Atempause für die Partei nach wirklich komplizierten, schwierigen, anstrengenden, aufreibenden 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren. In der Tat kann man das sagen. Die Partei kann sich das jetzt nehmen, wenn sie das will. Sie hat sich hier relativ harmonisch und einheitlich präsentiert. Geschlossenheit stand im Vordergrund. Sie hat jetzt die Chance, das Jahr 2020 zu nutzen, um daraus so eine Art kleinen Aufbruch, kleine Erneuerung und damit auch ihre mittelfristige Zukunft zu sichern. Aber wie, es klappt nicht. Professor Uwe John, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind mit Einschätzungen, Analysen und Bewertungen zu diesem ersten Tag des Parteitags der SPD hier mit einem neuen Personal. Und wir werden mal gucken, wo sich das Ganze hinentwickelt.